So, liebe Freizeitparkfreaks, wir sind heute im Wunderland Kalkar. Ja, voll toll. Oh, hey. Ja, wir sind gerade unterm Kernkraftwerk und wir haben mal gesagt, wir erkunden... Kühlturm. Ja, es tut mir leid. Und wir haben mal gesagt, wir erkunden das mal. Es ist arschkalt, wie man ja gerade sieht. Wir sind falsch gegangen. Und Björn möchte unbedingt mal da ein wenig klettern. Ich auch nicht. Also wir haben schon einige Fotos für Instagram und Facebook. Und gleich gibt es noch ein paar Impressionsvideos von den Dinos. Richtig schön gemacht. Dickes Lob an euch, an die Geschäftsführung und auch schöne Grüße in der Hinsicht an die Caro von der Presseabteilung vom Kernwasser Wunderland. Aber es muss ja ein verrücktes, außergewöhnliches Video geben bei den wahren Freaks. Scheiße. Ja. Schätzelein. Ja, ich habe eine Taschenlampe. Ja. Geht's aber vor. Ist so dunkel hier. Boah, ist das krass. Ich mache mal mehr Licht. Moment, SOS, das brauchen wir noch nicht. Ist das volle Pulle? Nee. Immer, muss ich die Disco jetzt noch packen? Ja, ich muss ja gucken, wo ich hier hingehe. Ich war hier selber, ich muss dazu sagen, ich war hier auch, guck mal, hier ist für die Väter und für die Mütter, die können eine Runde sitzen. Also, wenn ihr das so nicht wisst, ihr habt hier noch eine Bank im Klettergerüst stehen. Und wo geht's denn jetzt hier weiter? Ja, leider nicht. Leider nein. Leider Brettverschlag.de. Ja, weiter. Also weiter. Lustig. Also ist auf jeden Fall Expedition Kernwasserwunderland. Kinderparadies 1.0 Reloaded. Und, ey, die Kanten sind echt böse. Ich fühle mich hier gerade wie so Lost Place, aber okay, Tour. Also wie gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst, ihr habt da noch eine Bank oben stehen im Klettergerüst. Genau, richtig. Ja, sehr schön gemacht. Als ich ja letztes Mal ja hier war mit Dominik, der hier gerade auch irgendwo rumschwirrt, haben wir ja im Endeffekt gesehen, dass sie hier fleißig am Arbeiten waren und dementsprechend schon alles auf LED umgestellt. Vielleicht sieht man das ein bisschen. Irgendwie gerade ein bisschen schwach, die Lampe. Ja, das ist SOS, das ist volle Pulle. Hä? Ich habe da normalerweise mehr. So, sieht man die? Nee, man sieht die gerade nicht. Okay, er hat es geschafft. Keine Leute. Ja, also wie gesagt, das ist ein etwas außergewöhnliches Video vom Kernwasserwunderland. Ja. Wir müssen ja alles mal. Höhe geht einigermaßen. Ich weiß nicht, ob man den Björn so ein bisschen erkennen kann. Hä? Mein ich? Warum die Wurzel aus hier liegt? Ja, ich muss ja dich ein bisschen im Bild festhalten. Weil die Leute glauben mir das eh nicht, dass du da oben bist. Normalerweise mache ich ja so ein Spürks. Also wie gesagt, kommt auf jeden Fall alle zur Dino-Welt hier im Kernwasserwunderland. Es ist wunderschön. Gleich gibt es noch ein paar Impressionen hier auf dem Kanal. Und ja, vielen Dank für die Herzlichkeit und die, ja, diese Mentalität auch bezüglich der Solidarität und der Warmherzigkeit. Das ist immer hier echt nicht bezahlbar mit Geld. Ja, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Check it out.